Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Unser heutiger Gast ist Christian Grundl, Chefkoch im Restaurant Schattbuch in Amzell. Nach seiner Ausbildung zum Koch im Golfhotel Bodensee führte ihn sein Weg über Braunschweig nach Schottland, wo er mehrere Jahre in namhaften Hotels tätig war. Danach arbeitete er zunächst in Holland und dann in Stuttgart und Mannheim an der Seite von prominenten Spitzenköchen wie Sergio Amann, Juan Amador und Frank Oehler. 2013 kam er schließlich nach Amzell und leitet dort als Chefkoch das Restaurant Schattbuch. Zu seinen Auszeichnungen gehören ein Michelin-Stern, zwei Kochmützen und 15 Punkte im Gourmillon für einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. 2019 nahm er zudem an der Sat.1-Show Top Chef Germany teil und schaffte es dort bis ins Finale. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Wertvoll kochen. Mein heutiger Gast, Christian Grundl. Unser Allgäuer Sternekoch. Servus Christi, freut mich riesig. Hallo. Servus. Was hast du uns an geilem Rezept heute mitgebracht, an tollem? Ich habe euch ein leckeres, leichtes Gericht mitgebracht, was es unter anderem bei uns auch schon im Restaurant gab und eigentlich mitunter eins meiner Lieblingsgerichte ist, weil es irgendwo doch recht einfach ist, aber von der Zusammensetzung her dann über von der Ausführung her relativ komplex. Mhm. Von dem her, lass uns einfach starten und erklären. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Wir machen einen Blauschimmelschaum. Geil. Aus einem Blauschimmelkäse von Nottinghamshire. Oh. Der ist knapp 8 Monate alt. Mhm. Sieht auch schon so ein bisschen aus, ja. Ja, aber da hast du ein kleines Stückchen mitgebracht. Ja, der ist normalerweise doppelt so groß. Von doppelt dem, so groß? Ja, ja, der hat zwischen 6 und 8 Kilo so im Prinzip, so produzieren die den. Kuhmilchziege, scharf? Kuhmilch. Okay. Ja, genau. Ja, prima. Und genau, draußen machen wir einen warmen Schaum. Dann haben wir hier vor der Salzstange, dann machen wir einen Laugenchip draus. Cool. Kartoffelbasis. Mhm. Mit denen fangen wir auch gleich an. Ja. Dazu machen wir unseren eigenen Feigensenf. Schon mal gemacht? Nee, aber. Das ist eine spannende Geschichte. Zeig's mir. Ja, sehr lecker. Und ein paar marinierte Feigen noch dazu. Klasse. Ein bisschen, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, wir fangen an mit den Laugenchips, die brauchen am längsten. Okay. Im Prinzip, die Basis, wie gesagt, sind gekochte Kartoffeln. Ja, die haben wir jetzt genau, gekocht, ja. Genau. Das ist eine mehlige Kartoffel, weil die einfach. Von der Bindung her? Genau, ja, okay. Besser ist, ja. Die machen wir dann. Also in dem Fall brauchen wir Laugenstangen, oder? Genau. Ja, einen Löffel. Ein Löffel, ja schon. Genau. Im Prinzip sind es ja, so 1,5 Kartoffeln, die wir da brauchen. Das Verhältnis ungefähr ein Teil Kartoffel und ungefähr die Hälfte davon wieder in Lauge. Ah. Weil zu viel Lauge ist auch nicht gut und wird es relativ schön. Wird es auch bitter, oder? Genau, ja. Okay. Ja. So, das sind einfach herkömmliche Salzstangen. Probieren wir. Fein, oder? Wow. Wir haben schon aus wenigen das Beste machen. Genau, ja. Das ist schon auch dein Credo, oder? Richtig, ja. Einfach von den Zutaten her soll es einfach sein. Der Gast soll auch verstehen, was er jetzt hat. Besser die irgendwelche komplizierten Zutaten, mit denen der Gast jetzt anfangen kann. Die vor allem, wo der Gast, die, wenn er es mal nachmachen möchte, auch gar nicht herbeziehen kann. Genau, oder? Ja. Das ist immer so. Jetzt mixen wir die einfach. Immer Vollgas, was wir haben. Zum Mixer, hä? Da brauchst du gar nicht viel kochen, der macht das alles für dich. Das habe ich schon mal gehört, dass du das eigentlich von der Neue machst. Und jetzt hier einfach so ein bisschen zum Verdünnen, aber Hühnerbrühe. Hühnerbrühe, ja. Ja. Aber es wird jetzt gemixt ohne Wärme, ohne alles. Ohne Wärme, ohne alles, genau, ja. So machen wir. Da bin ich schon mal das Backblech herrichten, ne? Jawohl. Machen wir auch gleich. Jetzt noch ein bisschen so. Dann habe ich hier das Backblech. Danke dir. Du machst da auch gar mit so Matte, oder? Silikonmatte. Silikonmatte. Genau.
Das cool. ist immer alles Unkompliziertes. Man kann auch Backpapier nehmen. Aber da hast du immer so geknittert. Richtig, ja. Und vor allem kriegen sie so schön, schön glatt ausgestrichen. Und das Blech noch mal verkehrt rum. Also man mag schon, nicht nur deine Rezepte sind schräg, sondern da ja, geht es schon weiter, anders, oder? Wenn ich es anders rumnimmt, dann legt das wieder in der Mulde drin. Dann und dann kannst du es schön abstreichen. Genau, ja. Cool. Und so kannst du jetzt bestimmen, wie die Konsistenz ist. Du gibst genau, dann einfach ja. noch mal Salz später dazu. Ja. Das ist ein raffinierter Tee. Ich brauche jetzt einfach nur eine Minute, bis das ja, klar. glatt ist. Klar. Dabei können wir schon mal anfangen, den Senf vorzubereiten. Mhm. Wie? Hier vorne haben wir, wie gehen wir hier davon? Vorne haben wir Senfsaat. Senfsaat, also sind rohe, Senfkörner? Genau, rohe Senfkörner, die werden wir jetzt einfach blanchieren, dreimal im Wasser. Also blanchieren heißt im Kochen im Wasser einmal abschrecken, ja, aufkochen und dann den Prozess dreimal wiederholen, so dreimal? Damit die Bitterstoffe rausgehen. Okay. Der hat recht, also wenn er so roh ist, hat er ja, recht viel Bitterstoffe und so kriegst du das raus. Gell? Genau, ja, und wäre dann auch gar. Okay. Genau. Machst also, du mir das? Ja klar, mein Sehr gut. Dreimal. Man merkt schon, in der Sterneküche macht man es immer öfters. Jetzt Christian, erzähl uns doch mal deine Station, wo du bis jetzt warst. Bis du deinen ersten Stern erkochen konntest. Ich habe meine Ausbildung hier ums Eck eigentlich gemacht, im Golfhotel in Weißensberg. Beim Arthur? Nee, der Arthur war damals nicht mehr da. Nee. Okay. Arthur Prinzess, auch ein bekannter Koch hier in der Region, war damals erster in Weißensberg. Genau, ja, aber das war Anfang der 90er Jahre. Ja, da habe ich noch nicht mal ans Kochen gedacht. Da bist du noch barfuß der Blasmusik hinterher gelaufen. Das war das halt unser Alter. Da kennt man sich noch besser. So. Ja, cool. Ja, da haben wir Ausbildung gemacht. Das war Anfang, 2001, glaube ich. Okay. So weit ganz her, kurz, gewisse Stärke? Ja, es ist immer so Sache. Also, ich mache es immer relativ dünn, vor allem brauchen sie dann nicht so lange im Ofen und sind vom bisher auch besser. Die Grind ist einfach. Genau, weil es ist einfach leichter. Wenn sie recht dick sind und dementsprechend ausräumen, werden die leicht zäh. Und so auch, teigig, oder? Genau, ja, ein bisschen teigig. Ja. Genau, das reicht schon von der Menge. Ich habe es jetzt auch ein bisschen gröber lassen, die Salzstangen da drin, dass man sie einfach aber das sieht man ja auch, oder? Ja, sieht auch gut aus von innen. Ja, wie du halt ja, klasse. Jetzt tun wir da Hanne, die Senfsaat rein. So. Okay, also ich bin da dran. Genau, die einfach aufkochen. Jawohl. Dann kannst du währenddessen schon mal drei Feigen einfach waschen, den String abschneiden und an kleine Würfel schneiden. Mach ich gerne. Setz mal die nebenbei an. Genau. So, Zebra. Ja, wo waren wir? Genau, 2-1 Lehre. Genau. Genau, 3 Jahre. Und dann bin ich danach, lustigerweise, nach Schottland. Schottland? Ja. Ah ja, das ist natürlich das Eldorado für Küche. Könnte man eigentlich nicht, meint man nicht, weil Großbritannien eigentlich nur bekannt ist für Fish and Chips. Genau. Aber in dem Fall, es gibt da oben richtig gute Restaurants. Vor allem auch mit richtig guten Produkten, was man nicht meinen könnte. Und von dem her also doch definitiv ein Einschlag in der Stilistik und vom Kochen her. Kommt definitiv. Ist das okay so mit den Feigen? Das passt wunderbar, ja. Man mag schon echt das Schiff. Scharfe Lasse. Scharfe Lasse, genau. Ja, prima. Ich hole schon mal einen Topf. Ja. Genau. Genau. Und dann Schottland. Wie ging es dann weiter? 5 Jahre weiter drüben in Schottland. 5 Jahre, ja. Respekt. Das war eine schöne Zeit. Das dann bin ich von da aus, bin dann nach Holland, war da ungefähr knappe 3 Monate beim Sergio Herrmann. Wow, falls das ist natürlich eine Adresse, gell? Ja, das war schon eine gute Nummer. Super. Also das erste offizielle 3-Sterne-Restaurant, das war knackig. Natürlich großes Kino. War knackig, ja. So, Christian, wie geht's jetzt weiter mit deinem Senf? Da bin ich so gespannt drauf. Genau, wir haben den jetzt dreimal gekocht, jetzt kochen wir den einmal mit Apfelsaft auf und hier habe einen Verjus habe ich noch mitgebracht. Verjus ist unvergorener Traubensaft. Also unvergoren? Genau. Wie ein Sus, oder? Ja, genau. Ah, ja, cool. Genau. Aber Sie machen schon eine Stunde Küche. Spricht ein bisschen Französisch, oder? Ist ja klar. Ja, prinzipiell der Ding von der Ursprung von der Küche kommt aus dem Französischen. Ja, klar. Deswegen, genau. Nimmt man das auch.
Ein Schluck. Ein Schluck. Genau. Okay. Wunderbar. Das ist jetzt ganz normaler Obstsaft. Das ist ganz normal. Streuobstwiese wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, genau. Super. Biologischem Anbau. Unbedingt. Unbespritzt. Unbespritzt. Genau, das lassen wir jetzt einfach mal aufkochen. Jawohl. Dann machen wir den Senf dazu und lassen wir es ein bisschen einkochen. Die Senfkörner lassen wir einkochen. Genau, ein bisschen schöne Marinade drumherum. Mhm. Und dann nehmen die leichte Säurenote noch mit dazu. Okay. Genau, das hebt den Senf einfach nochmal. Mhm. Ja, fängt ja schon an. Cool. Ja. Klasse. Ja, wir waren vorher in Holland stehen geblieben in deiner Karriere. Ja, genau. Danke. Holland war das. Das waren 3 Monate. Richtig, richtig harte Zeit, aber es war definitiv lehrreich. Okay. Und ja, da haben wir Sachen gemacht, das habe ich so halt nie, total crazy, noch nie erlebt. Ne? Das war jetzt der einzige Koch mit 20 Punkten Gourmillon. Mhm. Also in der Geschichte gab es das 2-mal und er war eben einer davon. Verrückt, verrückt. Und bei dem durftest du arbeiten? Richtig, ja. Klar, genau. Aber von nichts kommt nichts. Richtig, ja. Okay. Gut, die Feigen machen wir jetzt in den Topf rein. Prima. Die können wir hier schon mal ansetzen. Die werden jetzt im Prinzip auch einkocht und man kann auch getrocknete Feigen nehmen. Man braucht einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit dann, weil die dann mehr aufnehmen. Mhm. Genau. Da können wir ein bisschen runter. Ich habe da genau ein bisschen einkochen bloß. Sehr schön. Sehr gut. So, sobald wir hier Hitze haben, machen wir einen Johannisbeerlikör dazu und ein bisschen Portwein. Ah, da machst du jetzt Madeira, Portwein. Nee, Madeira nicht, nur Portwein und Johannisbeer. Ah, okay. Ja, der Madeira ist nachher für die Feige. Ja. Ah, Die Feige, die marinierte, die brauchen wir dann, die kannst du schon mal nochmal schälen, also nochmal waschen und den Ding vorne abschneiden. Mhm. Mach ich dann. Und dann am besten mit Zahnstocher Löcher reinstechen, damit der nachher schön die Marinade und den Saft aufnimmt. Verstehst du? Einfach, ja, genau. Ich verstehe dich. So, ja, dann machen wir hier einen Schuss Johannisbeerlikör rein. Du, das kenne ich nur von, weißt du, so Kastanienmännli, wo die Kinder noch klein waren. Ja, das kommt bei mir erst. Ah, okay. So, einen Schuss Portwein mit dazu. An Gewürze, was machen wir da noch rein? Im Prinzip, hier kommt jetzt dann die Senfsaat rein. Mhm. Ja. Wasabi machen wir ein bisschen dazu, normalen Dijon. Senf machen wir dazu. Okay. Ein bisschen Cayenne für die Schärfe. Mhm. Nochmal mit dabei. Cool. Genau. Ja. Und ich stelle schon mal nebenbei den Fond auf für die marinierten Feigen. Das ist im Prinzip auch wieder Portwein. Mhm. Ein guter Schuss. Okay, jetzt habe ich glaube richtig schön. Sehr gut. Den Kochen ohne Alkohol ist langweilig. Ohne Alkohol macht es keinen Spaß, genau. Ah, so ein Verhältnis ungefähr Portwein und Madeira 1:1. Liebe Zuschauer, Sie morgen schon, hier ist wie in einem Labor 25 verschiedene Extrakte. So geil. Aber du hast es schon noch alles so im Griff, oder? Ja. Cool. So, den brauchen wir nicht. Das passt. Ein bisschen Dijon dazu. Kannst du mir den Wasabi gerade mal rüberreichen? Jawohl. Dann machen wir dann die Schutzkappe weg. Aber Wasabi ist natürlich auch schon ja, einfach nochmal ein bisschen Schärfe mit dazu. Mhm. Also wer schärfer mag, kann ruhig mehr reinmachen. Und ansonsten. Ja, das sieht ja schon richtig cool so aus. Genau. Ja. Der ist dann in deiner Liga. Ein Stamm. Hat man da noch Vorbilder? Definitiv. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Das ist erstmal vorne weg. Okay. Und sich ausruhen ist auch nicht so wirklich. Das ist jeden Tag aufs Neue geht's da. Stillstand ist einfach Stillstand, Rückschritt, oder? Stillstand ist Rückschritt, genau. Aber ja, Vorbilder, klar. Für die Leute, die man gearbeitet hat. Mhm. Oder ja, das ist schon richtig. Cool. Einfach um dich immer auf dem Neuesten zu halten, was machen Kollegen und so weiter, einfach informieren. Ja. Also ich finde so ein Netzwerk unter Kollegen ist sowieso generell sehr wichtig. Sehr wichtig und sehr wertvoll. Also genau. Das ist mir immer ganz, ganz arg wichtig. Cool. Ja. Ja. Das ist der Fond, wie gesagt, für die Feige. Zum Marinieren, oder? Genau, ja. Okay. Portwein und Madeira, 1:1 im Verhältnis ungefähr. Mhm. Einfach eine Sternanis mit rein für den Geschmack und eine Prise Salz. Okay. Der Cayenne müssen wir dann noch. Die mache ich dann. Jawohl. Ich hoffe, meine Finger sind nicht zu. Ja, genial.
Aber da machst du jetzt auch ein bisschen Schärfe rein. Genau, ja. Cayenne-Pulver? Cayenne immer eigentlich. Ja. Cayenne immer? Viel. Ja, also ich koche viel, viel, viel mit Cayenne. Scharfe kochen. Nee, aber ich finde es einfach so einen leichten Akzent aus, so ein bisschen Schärfe hinten raus. Ne? Ich esse nicht sehr gern richtig scharf, ja. Ja. Aber so eine leichte Schärfe hinten raus, genau, ja. Leichte Schärfe hinten raus und ein bisschen Säure ist immer spannend. So, das lassen wir jetzt einkochen. Ja, das reduziert schon richtig. Das ist schon nachher wie eine schöne Marmelade fast, ne? Ja. Eingekochter Senf im Prinzip, Feigensenf eingekocht, ja. Sehr genau. Spannend, ja? Ja. Okay, marinieren. Den Fond. Die Feige? Genau, den tun wir jetzt einfach nur, genau, den machen wir in einen Vakuumierbeutel. Mhm. Dann machen wir den Fond dazu, ja, den lassen wir einfach ein bisschen abkochen, abkühlen danach. Ja, ja. Da wird es einfach nur aufgekocht, um so ein bisschen den Alkohol rauszunehmen, mhm. Ja. Und um den Geschmack noch mal ein bisschen zu intensivieren. Und das tun wir noch einfach, die gestupfte Feige, in Vakuumbeutel, genau, mit dem Fond rein. Genau, und dann zu vakuumieren. Damit einfach der Geschmack von dem Fond direkt in die Feige reinzieht, deswegen auch das mit dem Einstechen, genau. Damit es einfach besser durch die Schale geht. Dass man auch einen Geschmack richtig in die Feige hat, weil ja, so ist Feige ja. Ist ja nicht immer so spannend in der Lebe. So klasse. Gut, dann kocht das runter. Dann als nächstes unser Käseschaum. Genau, können wir gleich damit anfangen. Wenn du magst, kannst du das schöne Stück runterschneiden. Nimmst einfach oben was runter. Wir brauchen rüber. So, ja, wenn wir großzügig sind, knapp 200 Gramm. Also. 200 Gramm. Und da darf aber ruhig die Rinde auch mit dran sein, oder? Die schneiden wir runter. Die ist vom Geschmack her ja. Nicht wirklich. Genau, wir wollen nur das Innenleben davon. Mhm. Also es gibt natürlich diverse Käse, wo die Schale mitessen kannst. Ja, klar. Und bin mir auch sicher, dass es bei dem Leute gibt, die Schale mitessen. So wie du. Ja, genau. Ja, ja, aber wir machen es ohne. Wir machen die Schale weg. Also ich muss ja sagen, der Käse, der ist schon... Der ist super. Boah, also ich mochte eigentlich nie Blauschimmelkäse, bis ich meinen Restaurantleiter kennengelernt habe, der sehr, sehr käseaffin ist. Wir sagen, er ist unser Facharbeiter für fermentierte Milchprodukte. Käse-Sommelier, oder? Ja, das Wort Sommelier mag er nicht. Also von ja, dem her ist das. Ja, das ist so abgedroschen, das ist so inflammiert. Richtig, mittlerweile ist das. Genau. So, dann ja, machen wir eine Prise Salz ran. Genau. Salz haben wir hier. Dankeschön. Und den schmelzen wir jetzt einfach mit ein bisschen Milch. Wie wir den Käse schmelzen mit Milch und dann in den Sahnebläser füllen, das zeigen wir Ihnen nach der Pause. Bis dahin. So Christian, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt für einen Schaum zaubern. Oder ja. Gesagt, hm? Im Prinzip ist es ganz einfach, der basiert auf Milch. Okay. Dann nehmen wir jetzt einfach einen guten Schuss Milch. So im Verhältnis, ja, zwei Teile Milch, ein Teil Käse. Mhm. Ja. Dann haben wir hier was, das nennt sich Iota. Und zwar ist es ein Chiliermittel von Texturas. Okay. Wird aus Algen gewonnen, also ist vegan. Ja. Okay. Und dementsprechend erhitzbar. Spielt bei dir vegan und vegetarische Rolle? Nein, aber es ist immer ein gutes Argument. Also es ist, es ist ein natürliches Produkt, kein chemisches Pülverle oder sonst irgendwas. Okay. Ja, und von dem her. Mhm. Ja, es sind einfach. Das brauchen wir einfach ein bisschen zur Textur geben, zur Bindung geben, ja, genau, damit es einfach die Milch sich auch besser mit dem Käse vermischt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Nicht, dass es abscheißt. Kann man so sagen, ja. Einfach eine Messerspitze mit reinrühren, dann wird das einmal kurz aufkocht. Jawohl. Und es ist jetzt mehr, also es gibt natürlich, wir im Restaurant haben ein Rezept dafür, für das Verhältnis von Milch und Käse, damit es einfach immer gleich ist. Aber wenn Sie es daheim einmalig machen, einfach ein bisschen damit rumspielen, mit der Temperatur, mit der Konsistenz. Aber das Rezept zu diesem Gericht gibt es natürlich zum Downloaden auf der Wertvoll-Kochen-Seite. Christian hat uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da können wir es dann genau abbiegen und genau nachkochen. Ja. So, einfach auch ein bisschen Cayenne mit dazu. Mhm. Also Cayenne ist deins. Cayenne, Schärfe ist immer mal Schärfe, Säure. Okay, okay. Ich habe hier noch ein bisschen einen weißen Essig mitgebracht. Mhm. Das ist im Prinzip ein Chardonnay-Essig mit recht wenig Säure. Mhm. Ja. Mhm. Den machen wir auch einen Schuss. Also das ist dann ein sortenreiner Weißweinessig. Genau. Aus der Chardonnay-Traube. Ja, das ist einfach nur einen Schuss mit dazu. Mhm. Mhm. Genial.
So, und jetzt. Ja, aber Christian, wie würdest du deinen Kochstil betiteln? Ich mag es eigentlich, wenn man mich in so eine Schublade steckt. Also ich koche prinzipiell auf das, was ich Bock habe. Mhm. Ja, okay, ich habe gute Lieferanten, die mir ab und zu immer mal interessante Lebensmittel entgegenschmeißen oder mit Dingen um die Ecke kommen, die jetzt nicht alltäglich sind. Mhm. Was mir persönlich sehr viel Spaß macht in meiner Küche, ist einfach klassische Gerichte ein bisschen aufzupeppen, neu zu machen. Und natürlich auch, wenn es gute regionale Produkte gibt, die auch mit auf die Karte Also Regionalität nehmen, spielt bei dir schon auch eine Rolle, oder? Mit Sicherheit, aber nicht nur. Ja, also von dem her, wenn, wir haben auch gewisse Fleischgerichte auf der Karte, die eben nicht auf regionalem Fleisch basieren, weil es einfach da, wo wir es herkriegen und von dem Produzenten einfach nochmal eine bessere Qualitätsstufe ist. Und da liegt unser Augenmerk drauf. Genau. Okay. So, jetzt haben wir es einmal aufgekocht. Jawohl. Jetzt haben wir hier die... Dann gäbe ich den Käse dazu. Genau. Und der wird jetzt einfach in der warmen Milch wird der geschmolzen. Ja? Nicht zu heiß, weil sonst wird der grisselig. Ja. So, das reicht schon. So, ein bisschen Schuss Milch dazu, bitte. Genau, danke. Okay, danke. So, mit dem Salz, mit dem Abschmecken warten wir jetzt einfach nur, weil der Käse einfach schon einen ordentlichen Salzgehalt mitbringt. Jawohl. Jetzt wird er einfach da drin geschmolzen. Das ist wie ein Käsefondue, oder? Ja, kann man so sagen. Bloß mit Blausch und Käse. Bloß fällt uns jetzt nur das Kirschwasser. Cool. Genau. Ja, stark. So, sobald es geschmolzen ist, sind wir eigentlich schon so weit und können fast anrichten damit. Ja. Anrichten heißt, wir können nachher hier in den Sahnebläser. Genau. Den Sahnebläser die Masse reinnehmen. Genau, die wird dann in dem Ding, in das Ding reingefüllt. Dann kommen da zwei Stickstoffkapseln oben drauf und die den ganzen wie geschlagene Sahne einfach ein leichteres, lockeres Volumen. Prima. Und damit das Ganze dann steht, habe ich dann ein bisschen Basic Textur mitgebracht. Das ist im Prinzip ist es ein Stabilisator, der aus dem Weißen von der Zitrone gewonnen wird. Okay. Ja, also das, was um die Zitronenfilets rum ist, das wird im Prinzip aufgekocht über mehrere Prozesse und mehrmals. Und das braucht man aber nicht. Zwingend, oder? Für das Gericht? Ich habe es im Rezept mit drin. Okay. Ja. Einfach um ein bisschen Stand. Aber dementsprechend, wie gesagt, mit dem Käse ein bisschen rumspielen, mit ein bisschen Temperatur rumspielen. Wenn ein bisschen mehr Käse reingeben. Genau, oder? Dann gibt es schon gut Stand. Okay. Ja. Prima. Weil es bei uns jetzt schnell gehen muss, machen wir so ein bisschen was rein. Ja, klar. Okay. Kann ich schon mal die Laugen? Die Laugenchips kannst du schon mal rausholen, genau. Jawohl. Den Senf können wir schon mal herrichten. Den Teller schon mal. Wow. Das sieht aber echt sehr, sehr, sehr cool aus. Ich stelle es da mal davor, wo wir dann anrichten. Ja. Da kannst du das dann abbrechen. Genau. Dann tun wir das mal Sieb oben drauf. Genau. Viele Köche verdorben den Brei. Aber mir zwei nicht. Nee. So, ein bisschen zurückdrücken, alles würde wahrscheinlich auch nicht reinpassen. Einfach nochmal durch das Sieb, dass die Grobheit rausgeht, weil sonst haben wir nachher ein Problem. Genau, weil die Düse hier drin ist recht fein. Ja, und dann geht es nicht durch und dann verstopft es und das wäre nichts. Okay. Genau. Das reicht schon vom. Das reicht. Viel brauchen wir nicht. Voilà. Ja. Danke schön. Danke dir. Dann ganz. Das da drauf. Jawohl. Zwei Sahnespenderkapseln. Mach ich rein. Ja. Dann kannst du uns ja schon mal nochmal. Jawohl. Also hier haben wir jetzt die Laugenchips, die waren jetzt so knapp 20, 25 Minuten im Ofen, bis die so trocken sind. Und dann können wir zum Schluss eigentlich noch ein bisschen Salz drauf machen. Haben ich gebe das gerade rüber. Dankeschön. Einfach eine kleine Prise Salz. Solange sie warm sind, dann nimmt es so an. So, einmal gut schütteln. Warm. Das machst du, du bist kräftiger wie ich. Okay, dann würde ich sagen, richt mal an. Ja. Gut. Ja, fast. Ein bisschen warm ist er noch. Jawohl. So, dann haben wir hier jetzt unsere marinierte Feige. Ja. Ah. Muss halt doch ein bisschen zackiger gehen, gell? So.
die können Sie auch, wie gesagt, ewig da drin liegen lassen. Also die kann man gut vorbereiten und dann im Beutel, im Kühlschrank liegen lassen. Schau, wie die durchzogen ist. Ja, in der durch kurzen das, Zeit, Alter, das ist durch das Einstechen von dem... Ja, das Einstechen war es A und O. Ja. Cool. So, und dann tun wir die hier unten das schön anrichten. Jawohl. Können zurück so, sagen wir mal, 5-6 Stück von denen nehmen. Mhm. Schön in die Mitte. Genial. Um, dass der Teller sauber ist. Mhm. Da haben wir hier noch einen schwarzen Senf, habe ich mitgebracht. Das ist schwarzer Senf? Schwarzer Senf, der ist mit Aktivkohle eingefärbt und Feigenöl raffiniert. Sagen die. Ja, der ist aus Lustenau, gibt es da wirklich so zu kaufen. Also regionaler geht es fast gar nicht, man. Ja. Das ist ja cool. Also von normal kann es auch nicht sein. Lustenau. Schwarzer Senf sein. Lustenau, der ist auch recht süß, also auch kann man gut zu Weißwurst essen und so weiter Geschichten. Ja. Ja, prima, dann machen wir Finish. Ja. Cool. Oh, der steht aber Bombe. Ich hoffe es. Ja, klar. So, einfach eine gute Menge drauf. Mhm. Dann kannst du 2-3 Chips runterbrechen. Machen wir hier ein bisschen einen schwarzen Senf mit dazu. Unseren Feigensenf, ordentlichen Löffel mit rein. Jawohl. Die Chips setzt du bitte. Genau, die werden die einfach bloß hier reingestochen. Genial. Ein bisschen Gartenkresse noch mit dazu, also wirklich einfach nur drüber, schön rustikal. Mit dem Einfachen das Beste. Ja, richtig. Liebe Zuschauer, schauen Sie, was uns Christian Grundl gezaubert hat. Es ist phänomenal, es ist klasse, es ist super. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst bei Wertvoll Kochen. Und auf Sie, liebe Zuschauer, freue ich mich das nächste Mal bei Wertvoll Kochen. Bleiben Sie mir regional und verbunden, Ihr Ralf Hörger. Liebe Zuschauer, das nächste Mal aus der Böllerei in Hamburg, hier am See, Fabian Lappich. Er kocht für uns Entrecôte vom Feinsten und hat einen super Kümmel mitgebracht. Freuen Sie sich darauf. Prost, ne? Prost, ne?